Ich versuche den zu blockieren, okay? So, ich schieße das Rakete ins Gesicht. Bam! Böse! Alter Schwede. Ich sehe leider nicht viel gerade. So, die sitzt. Ich hab keine Raketen dabei. Ihr habt gesessen! Ich glaub's ja nicht! Nice. Oh. Ja, der Spieler steigt ab! Der ist hier unten irgendwo. Da kommt jetzt noch, da kommt T-Rex. Okay. Oh, Alter. Hier ist den Fahrradzer. Hier sind zwei T-Rexer. Ja, ich versuche ein Kind drauf zu schießen. Man muss nur die Piloten treffen, ey, das macht übelst Aua. Da läuft einer nackt rum. Schießt du jetzt noch Raketen oder darf ich den hauen? Ich schieße auf die T-Rex-Piloten. Bam! Ja, ich hab Doc gekillt! Nein. Alter, was? Trocken hat auch einen gekillt. Ah, ich hab auf jeden Fall einen getötet mit der Rakete. Ich hab endlich meine Waffe gefunden, womit ich auch was kille. Ah, ich hatte den fast. Verdammt. Geigel haben wir noch getötet. Ja, und ab. Echt? Lass mich den looten. Ich versuche ihn zu blockieren. Ah, jetzt ist ja ein Scheiß. Busch. Oh, ich stecke mich drinnen. So, sehr gut. 32 ich blockiere ihn. Kommt der jetzt hier durch? Nee, schwer. Okay, der wird gleich absteigen. Macht euch bereit, jetzt. Jetzt, jo. Ist vor uns. Wo ist er? Rechts, ich bin hinter ihm dran. Didi, Vorsicht, da ist ein T-Rex. Direkt vor meinem T-Rex. Oh, der hatte übelst viel Movement Speed, Alter, wie ich das hatte. Oh, da ist ein Dimorphodon. Ja. Ey, der kackt erstmal, der T-Rex. Ja, der ist zu schnell für mich. Ich komme nicht hinterher, ich will meinen T-Rex wieder. Seid ihr noch in der Nähe vom Ruin? Ich habe einen Spieler getötet. Am Schluss weiter dann, oder? Leben nicht mehr. Der ist hier irgendwo rechts. Ja, der ist übelst schnell gewesen. Ja, lass mal versuchen, ich weiß nicht, diesen Paraser, der steht da wahrscheinlich nur rum, oder? Wer hat nie den geschmissen? Er wahrscheinlich, ich nicht. Ey, Raketenwerfer ist meine Waffe, Leute, damit töte ich auch was. Mal kurz, ich gehe mal hier runter. Oh oh. Ich versuche den T-Rex und. Aber ich muss hier erstmal raus, ey. Nicht, dass dann jetzt irgendwie welche kommen. Ich will mich aufpassen. So, das kann jetzt eine Weile dauern, den zuzufressen, ey. Jo, ich komm mal mit und knabber ein bisschen drin rum. Nochmal. Ah, der eine Spieler rennt hier noch irgendwie rum, wir haben verloren. Ja, die haben hier. Ein T-Rex ist hier. Ist da ein Spieler drauf? Nee, Achtung, weg. So, ein Raketen drauf. Der war bei mir gemeint. So, wie sieht's denn bei Ryan aus, Lutz? Also bei Ryan war alles safe, also bevor die da irgendwie was mitnehmen konnten. Naja, das ist alles safe. Boah, ja, also Türen sind noch zu und so. Oh, Rakete. Volkswagen. Jawohl. Hast du gesehen, wo der herkam? Nee. Au. Von hinten irgendwo? Oh, ich hab nicht mehr viel Leben, ich muss weg. Ich bin sonst tot. Kann er von oben gekommen sein, ich weiß es nicht. Das kann gut sein. Ich muss mal meine Rüstung checken. Dann zieh dich eher zurück. Ach du Scheiße, meine Rüstung ist übelst kaputt. Ich bin tot. Wenn ich einmal getroffen werde, bin ich tot. Ja, die haben hier oben ihre Base wahrscheinlich oder so, ich weiß es nicht. Ist hier einer mit viel Gewicht? Warte, ich kann eine Rakete drauf schießen. Nee, der ist gleich tot, lass mal. Der Paraser hat richtig viel Zeug drin. Beam, dreh um. Ja. Ich komm zu dir. Meiner 1700. Ey, warte, ich muss erst meine Rüstung wechseln, ey, sonst bin ich tot, wenn ich einmal getroffen werde. Da ist ein Raketenwerfer drin, eine Rüstung. Also, das ist richtig so ein bemannbares Teil. Okay, Moment, komm. Seid ihr noch beim grünen Ding? Okay, wo seid ihr? In der Nähe? Gott sei Dank haben wir auch den Helm, ey. Ohne den Helm wäre ich definitiv tot gewesen. Ich habe Rüstung ausgetauscht. Alter, die Raketen, die knallen so rein. Meine neuen Lieblingswaffe, um Spieler zu töten. Ja, irgendwas trifft man damit immer. Wo ist denn der Paraser? Hier in mein Dings kann er rein. Ah, ihr habt das schon gekillt oder was? Hier. Ja, aber da ist so viel Loot drin, ne? Meiner 1700 Weight. Die kommt zurück, die wollen den Rex abholen. Das sollen sie gern machen, lass das Loot nach Hause bringen. Ein Raketenwerfer brauche ich. Wo seid ihr? Bei dem grünen Biegen. Okay, nee, da komme ich auch gerade. Seid ihr dahinter? Voll an. Okay, ach, ja, hier seid ihr. Hier ist noch ein T-Rex von dir. Die Rüstung. Das ist Ich stecke in der Leiche fest. Ihr könnt da reinpacken. Hier ist Phil. Braucht ihr noch irgendwas? Nee, Raketenwerfer? Cool. Schuss. Ich brauch einen Raketenwerfer. Das ist ein T-Rex von Phil.
Tank hier, wir sind hier. Noch irgendwie Munition, Poison Grenades. Da hinten, der T-Rex gehört zu uns, ist das ein Gegner? Gegner. Ja Leute, aber wir sind ja voll im Nachteil jetzt, weil die sind direkt vor deren Base. Ich. Der T-Rex hier ist auch ein gegnerischer, der hier hochsteht. Der hier? Kriegt man den kleinen? Ja. Der hier, lass den noch eben noch killen, oder? Nee, ja, passt aber auf, denn wir sind da nämlich schönes Angriff. Ja, die können uns hier übelst easy Raketen. Na, warte mal, ich guck gerade. Nee, eigentlich nicht. Hier können die uns nicht so easy Raketen reinhauen. Das war noch vorhin die Stelle gewesen. Und ich habe auch meine Rüstung wieder ausgetauscht. Also, one-hitten tut dich eine Rakete nicht. Ja. Seht ihr diesen links von dir? Links? Ja, da hoch, oder? Hoch links, ja. Sehe ich das gerade richtig, dass wir Old Republic und Castle Engineers abgewehrt haben? Ja. Genau, wachsen in der Richtung. Nice. Kann einer hier den Parasse abbauen? Hier, rechts. Hinter uns! Jo, ich komme. Hinter Ding? Ja. Ist der noch hinter? Nee, ist hinter von uns. Ja, nee, da kommt ein Wolf und die orangenen Wölfe sind eigentlich immer Castle Engineers gewesen. Und da oben ist noch ein Rex. Aber nicht vorlocken lassen, weil die oben, das sind die Raketenschützen wieder. Jo, du wachst genau, vorlocken lassen. Ja. Hier liegt noch eine Tasche. Ah, Leute, nice, Mann. Da ist ein Spieler. Wo? Wo ist ein Spieler? Das in der Bühne. Ah, nee. Also dieses da ist immer echt blöd. Da oben, Gasgranate. Bei der Schildkröte ist, glaube ich, auch noch einer. Ah, lasst euch nicht zu sehr... Lasst euch nicht zu sehr ranlocken. Weil von da oben, von dem Felsen da oben, genau da, wo du stehst, Maulwurfen, wurde ich von einem Raketenwerfer beschossen. Was ist denn das für ein T-Rex hier? Ich bin umgekippt. Wo bist du? Oh. Oben bei dem Rex. Bei dem T-Rex hier bist du das, ne? Okay. Ja. Okay, ja, wir passen auf dich auf. Hat jemand Stimberries dabei? Ja. Hau dir mal welche rein. Wer ist eigentlich alles noch bei uns in der Base? Ich. Jo, ich hab einen gekillt. Nice. Echt? Level 92, ey. Jo. Fettlutz. War der unconscious? Ja, der war unconscious. Dann hab ich ihn getroffen. Nice. Dann hat er gutes Loot dabei. Na, warte, ich muss mal meinen Hund mal ranholen. Weil ich bin nämlich schon überladen. Ja, geil, dann hab ich ihn echt getroffen. Hier, komm her, zieh dir, schmeiß hier rein, den Wolf. Was? Ich hab. Out. Irgendwas von. Oh, irgendwas haut hier noch? Das ist der T-Rex. Ne, ja, ich hau auf den T-Rex, der ist der. Achtung, cool. die kommen mit T-Rex an. Von Fahrerseite? Ja, unten bei dem T-Rex, bei dem Unbemannten, da sind zwei, drei neue Spieler, steigt ab mit Wolf. Weg da, Leute. Dann wird auch gesnipert jetzt. Oh, ich seh. Lass dich nicht zu sehr kiten, ne? Ja, die schießen mit Raketenwerfer. Oh, ich schieße auch mit Raketenwerfer. Ich hab halt keine gute Rüstung mehr an, ne? Oh, sorry. Oh. Weg? Ja, gesessen. Ja, gedodged. Oh, scheiße. Das war kein Dodge. Ja, das hab ich gemerkt. Wollen wir uns zurückziehen? Ne, wir kiten die einfach ein bisschen und schießen auch noch. Achtung, kommt ein Wolf rein. Oh, warum ist die Tank? Passiv. Warum ist der nicht auf Passiv? Poison-Granate, wer wirft die? Ich bin total überladen. Dann müssen wir jetzt nach Hause machen, langsam. Weil ich hab keine Ahnung, ich hab hier bestimmt irgendwie. Ich hab 50 Jasmin, wer ist denn Jasmin da vorne, der T-Rex? Ja, der ist von unserem Tank. Den können wir nochmal Follow machen, oder? Da sitzt keiner von uns drauf, oder? Nee. Ich musste absteigen und der ist dann dahin gerannt, weil da noch nicht auf Passiv war. Ja, ich nehme mit. Komm, lass uns erstmal zurückziehen hier. Das ist, weil hier können immer mehr und mehr und mehr kommen. Ja, ich muss auf jeden Fall zurück. Ich habe 50 Raketen, 350 Sniper. Okay, lass alles nach Hause bringen. Alle nach Hause, Leute. Rückzug ist vor. Ich bin schon auf dem Weg. Kommt ihr noch hinterher? Okay. Ich bleib mal kurz stehen. Step, kommst du mit? Ich will auf Jasmin drauf, los. Okay, warte. Du kannst bei mir draufsteigen auch. Also oder so. Ich bin gerade jetzt reite bei Orion Base vorbei. Ja, dann lass das gute Loot erstmal nach Hause bringen. Und dann würde ich sagen, reden wir Castle Engineers, weil jetzt haben die echt Probleme, sich aufzubauen. Das ist eine gute Idee. Castle Engineers. Direkt ein Gegenangriff. Sind alle safe? Achso, ich dachte schon, nee, jetzt sind die alles klar. Weil die haben jetzt investiert und jetzt müssen die erstmal wieder auf Level kommen. Ich hab Iritzen getötet. Oh, nice. Oh, wieso kommt keine Kill mehr? Gleich. Weil ihr zu weit weg seid. Ah, okay. Wessen ist da vorne auf dem T-Rex hinter? Warte mal, jetzt will ich mir ganz kurz mal. Jo, ich will auf den Fluss. Okay. Yo, Ericsson.
Level 55 war nur gewesen. Aber Lutz, also du hast einen Level 91er oder so getötet. Dann, Wird der Lager auf AFK auf. Ja, ich hab schon gesagt. Zieh dir rein. Alter Schwede. So, wir machen jetzt aber erstmal alle nach Hause hier, ne? Ich hab Stampfbild. Wo bist denn du? Auf meinem T-Rex drauf. Ich kann wieder. Okay, duck dich und nicht bewegen. Okay. Tja, schade, ne? Also hätte Crusaders nicht so ein paar Konsorten, die aus der Reihe tanzen, hätte ich jetzt nämlich gesagt, Crusaders, hier geht's auf Old Republic und wir gehen auf Castle Engineers. Aber die wollen ja keine coole Action machen, die wollen ja lieber jeden killen. Und dann will ich mit denen auch nichts organisieren. Ey, krasse Action gewesen. Nice. Ja, Tari, guck mal nach rechts. Nach rechts? Ja, zu mir. So gut. Und in dem Parasail waren 50 Raketen drin gewesen, oder was? Nee, die habe ich von allen möglichen Leuten. Ja. Ja, in einem Typen waren 32 Raketen. Also ich finde es ja nice, dass du mit dem Maulwurf mit dem Grappling-Hook von die Leute vom T-Rex runterziehen funktioniert hat. Das finde ich genial. Lasst mal bitte, ich will mal gucken, wie viel Zeug wir jetzt gelootet haben. Lass mal in den einen Safe Waffentools und Muni, den in der Mitte, einfach mal die ganzen Sachen, die wir jetzt gelootet haben, einfach mal so reinpacken, um einfach mal zu gucken, was dabei war. Könnt ihr mal Winden hochziehen? Jo. Ich habe auch noch ein paar Raketenwerfer, ein paar Raketen und 16 Metall. Ich freue mich ja, dass ich meinen Spieler getötet habe mit einem aktiven Schuss. Yo. Ich hab halt wirklich einfach eine Rakete reingepfeffert in die Masse. Wir gehen her, Leute. Hat super geklappt. Sind abgehauen, wa? Ja, wir haben noch mindestens 4-5 Leute von denen gekillt oder so. Oh, sehr gut. Bei uns waren jetzt schon 3 tot. Und. Ey, Land wirklich mit einem Raketenwerfer auf eine Schildkröte. Und die konnten bei euch nichts mitnehmen, ne? Nee, haben gar nichts gekriegt. Ist super gut gelaufen. Okay. Haben echt nur ihr Zeug da verschossen. Ja, wir haben von denen noch ein Parasail gekillt und da war übelst viel Raid-Zeug drin. Oh, sehr gut. Also hat sich gelohnt, euch zu helfen. Oh, könnt ihr mal die Tanks hier, die T-Rex hier nicht drin stehen lassen? Ja, bitte. So, alle rein. Ja, die waren auch gut vorbereitet anscheinend. Die hatten Bock, die hatten Zeug und Bock. Ja, war auf einem. Ja, aber ich denke, das war nur fair gewesen, dass wir damit unterstützen. So, ansonsten wäre das, glaube ich, ziemlich unfair geworden. Ja. Ganz krass gewesen, glaube ich. Also wir hatten hier zwar noch T-Rex oder so, aber wir sind jetzt auch nur wieder 5 Mann. 3 ist schon vor dir rechts, 2 Wölfe. Ey, wir haben die abgefahrensten Kills gemacht, ey. Maulwurfen hat einen mit der Grappling Hook von T-Rex runtergeholt. Gab's da irgendwie arge Probleme, weil dann mit Lutz und so. Aber ja, nein, die war nice gewesen. Wir haben einiges weggeschossen. Sehr gut. Ja, das muss man noch ein bisschen üben, ey. Ja, ey, da war auch keiner drauf vorbereitet, dass du wirklich jetzt einen runterholst vom T-Rex. Ah, ich brauche erstmal eine kleine Pause. Ah, in der Schildkröte war drin, Mann. Also, nö, in der Schildkröte war nichts drin, ne? Aufgehoben, 4 Sniper, 2 Shotguns, 3 Raketenwerfer und 50 Schuss Raketen. Nice. Sehr gut. Und dabei noch 3, ne, okay, 100 Schuss Sniper Muni hatte ich selber noch mal. Ich habe irgendwie 20 Rüstungssets habe ich gelootet und keine Ahnung, 4 Raketenwerfer, 32 Raketen, Pumpgun und fabricated Sniper, alles mögliche, mehrfach. Ich habe glaube ich auch 4 Rocket Launcher, eine komplette Rüstung, ein bisschen C4 und 2 fabricated Sniper waren dabei, Smoke Grenade. Ja, haut das Zeug einfach mal in die einen Safe, dann sehen wir mal, was wir mit Ich hab eine kaputte Rüstung. Ich hab 2 Raketen abbekommen oder 3 oder so. Hier, alles in den Safe hauen auf die erste Seite und sehen wir alles, was wir gefunden haben. Ja, das ist auch nicht mehr. Okay, Leute, also Raketenwerfer ist meine Waffe, weil damit ich habe jetzt anscheinend oft genug damit geschossen, dass ich jetzt auch mal was treffe. Man muss halt ganz doll aufpassen, Raketenwerfer wann und schießt und so, weil zu 50% trifft man sich selbst oder andere Leute. Ericsson hat gerade geschrieben, er meint good job. Easy, schreib mal. Wir haben unseren Raid ja fast noch gehabt. Aber guck mal, die Implantate können wir auch noch mal mit reinlegen in den Zelt, oder? Also ich habe hier von Julius, Tobias und noch irgendwo eins, oder? Ja, ich hab ja auch noch einen Gameblogger. Haben wir irgendwo noch Holzkohle? Ich wollte mir das Implantat von Ericsson schnappen, aber leider. Hier Rocket Launcher, Action, Fabricated Sniper, noch ein Rocket Launcher.
Jo Leute, nicht wundern, der Surfer ist gerade abgeschmiert. Gab auch ein paar Minuten Rollback, ist aber jetzt nicht so wild, also der Stand ist wieder nach dem Kampf, Gott sei Dank. Und was wir jetzt noch ganz schnell machen, Rhinos züchten. Also ich werde Surfer gleich runterfahren und so, aber wir wollen jetzt ganz schnell die Rhinos mal noch züchten. So, ausgeliehen machen wir nicht, die ist zu low. Die geben den aber trotzdem den Rhino, das haben wir so abgemacht. Da haben sie Glück, kriegen sie, haben sie einen Checkpoint, kriegen sie einen guten Rhino. So, hören schon ein Horn. Bam. Bam. Nicht los, Leute. Ganz gut. Ich mach grad gar nichts. Sehr großer Lag. Und da ist es. Mann. Immer wenn ich eine Surfermeldung mache. Ey, vielleicht. Leb ja lang wieder. Jetzt nochmal. LAN ist jetzt in der Base. Alles klar. Das ist so gut, Leute, machen weiter an der Stelle. Wir haben krasse Probleme mit dem Surfer. Und zwar stürzt er jedes Mal wieder ab und es gibt einen kleinen Wallback von 15 bis 20 Minuten. Ja, ich habe gerade gespeichert, deswegen. Ah, okay. Boah, Schock. So, beim ersten, also wir haben schon ein paar Mal jetzt Rhinos gezüchtet und jedes Mal gab's Rollback, ne? Und zwischenzeitlich LAN lag auch draußen rum, wurde mal getötet, jetzt kommt man wieder nach Hause bringen und so weiter. wir werden jetzt ungefähr 20 Minuten abwarten, hoffen, dass der Surfer stabil bleibt und dann werden wir erstmal Schluss machen. Was wir jetzt aber davor noch machen, ist Rhino züchten. Wie gesagt, wir haben schon zweimal gemacht und beim ersten Mal kamen Menschen raus, beim zweiten Mal Zwillinge. Mal gucken, was jetzt bei rumkommt. So gut, es kommt jetzt gleich das Kind. Oh. Da ist es. 191. Female! Yes! Female! Und, nice. Und nochmal drei Level drauf. 191! Jo. Leck mich am Arsch. Alter, speichern. Los, speichern. Okay. Das ist krass. Bären? Ist alles drin. Okay. Ja, hat halt sehr viel, weiß ich gar nicht. Hat trotzdem gleiches Set wie das Männchen. Aber es ist halt sau nice, dass es ein Mädchen ist. Da können wir das nächste Mal gleich zwei machen. Und guck mal, wie niedlich die sind. Warte mal, ich mach mal. 191 ist krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das Männchen ist 120 gewesen, wurde perfekt getamed und das Weibchen war, glaube ich, 118 oder so, ne, Bugs? 120. 179, also war es auch 120 gewesen. Jo. Waren 120er Weibchen getamed, 179. Okay, das ist natürlich die krasseste Mischung, die geht. Ja, irgendwie kommt er nicht mit. Doch, kommt. Ah, jetzt. Oh. André, wie machen wir das? Wollen wir die Ordner dann komplett neu machen, dass wir einen Ordner machen für Rüstung, einen für Waffen? Der zweite kannst du hier für Waffen schon haben. Habe ich schon sortiert. Wollen wir den Bauteileschrank einfach einen rüberrücken, dass wir den umräumen hier? Jo, irgendwie sowas. Guck mal, die hat auch ein weißes Gesicht. Ja, ich räum den mal um. Die Mutter auch. Ja, ich rufe mal den Geländer. Ne, sie dir baut eigentlich nie was. Jetzt bin ich gespannt. Und Philemon, zieh dir mal eine Hose an. Scheiße. Ey, sagst du, guck mal. Oh Mist, es ist aufgefallen. Ach, hier. Ja, die ist schon da beim ersten Angriff, ne? Boah, Phil, das ist ja ekelhaft. Dreh dich zumindest um. Mensch, Pillemann. Man sieht den Pillemann. Wirklich, David. Wirklich. Hinknien. Ihr müsst euch hinknien. Dann könnt ihr drauf. Hinknien und dann dazwischen. Oh, ich bin immer gespannt. Ich bin immer gespannt, wie lange der Tisch hier stehen bleibt. Hey, komm runter. Phil, das ist mein Stuhl hier, die Stirn. Ich komm da nicht auf den einen Stuhl. Komm, du musst dich hinknien. Ja, weil du so einen fetten Hintern hast, hocken, Alter. Runter gucken, eh drücken. Das sind ganz schön viele heute. Knie dich hin. Jo. Oh. Dann C, Stuhl C, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Leute waren wir heute, krass. Alter, merkst du sofort den Unterschied. Stell dir mal vor, wir wären nur 6 Leute gewesen. Dann hätte das heute komplett anders aussehen können. Geh auf den Tisch und dann... Also so viel sind wir selten gewesen. Genau, jetzt in der Hocke und dann E drücken. Yeah. So, also, ja. Sie alle gleichzeitig nochmal gecheert? Nee, ne? Sidia, hast du schön gebaut. Danke. Ich will nicht wissen, wann da die erste Granate drauf liegt. So gut, Leute, ne? Also, vielen Dank fürs Zugucken. Würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Session auch wieder dabei seid. Mal gucken, was wir da machen. Wahrscheinlich raiden. Müssen wir gucken, wen. Und dann natürlich auch vielen Dank an euch, ne? Ich hoffe, hat Spaß gemacht. Oh, witzig. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao. 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 Nein, nein, ich geh schon mal weg. Ich geh schon mal weg. Oh ja, scheiße. Oh, das war so klar. Aha. Oh, ich hab noch nicht gespeichert, Leute, ne?
Ist der da runtergesprungen? Ich nicht. Ey, ohne, wieso haut ihr die Poison-Granaten so raus, Mann? Die brauchen wir im Kampf. Ich hab mal 50 hergestellt. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen.